Zwischen Klimaschutz und Finanzkrise. Wie wollen wir leben? Im Gespräch Umweltminister Norbert Röttgen. Herr Röttgen, die CO2-Emissionen sind in diesem Jahr so gestiegen wie noch nie. Sie fahren nun nach Durban zur Weltklimakonferenz, hat am Anfang der Woche begonnen, sie endet in einer Woche. Lohnt sich die Fahrt für Sie überhaupt? Es ist jedenfalls unvertretbar, es nicht zu machen. Und wir kennen den Erfolg oder den Grad des Misserfolges nicht. Aber eigentlich wird ja andersrum ein Schuh heraus, gerade weil die CO2-Emissionen zunehmen. Gerade weil die Schere immer weiter auseinandergeht zwischen dem, was gemacht wird an CO2-Minderung in den Staaten und an CO2-Emissionen. Darum ist es unverzichtbar, dass wir an einer globalen Antwort für eine globale Herausforderung, für ein Menschheitsproblem arbeiten. Es gibt keine Alternative, so mühsam es ist. Nun sagen aber viele, die die Weltklimapolitik seit Jahren beobachten, dass auch in Durban nur heiße Luft wahrscheinlich herauskommen wird. Fahren Sie mit ganz bescheidenen Zielen nach Südafrika? Ich finde, man muss zwei Dinge sagen. Erstens, die Weltgemeinschaft, die Staatengemeinschaft hat bislang noch keine adäquate Antwort auf den Klimawandel gefunden. Aber dass nur heiße Luft produziert wird, ist falsch. Erfreulicherweise falsch. Wir haben auf der Konferenz in Cancun etwa erstmalig verbindlich als Ziel verabredet weltweit, dass die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen ist. Das ist sozusagen der Maßstab, der beschlossen worden ist. Es sind auch eine ganze Menge von nationalen Maßnahmen initiiert worden. Es ist ja nicht so, dass national nichts stattfindet. Auch zum Beispiel gerade vielleicht auch in China. Neben Europa und Deutschland sind auch andere Regionen und Länder, übrigens auch afrikanische Länder, wo das festzustellen ist, auf anderen Kontinenten auch. Das heißt, es ist natürlich etwas in Bewegung. Trotzdem wirkt es so, als sei es ein Wettlauf gegen die Zeit, die die Politik nicht gewinnen kann. Na, das ist noch nicht entschieden. Es ist ein Lauf gegen die Zeit. Irgendwann in einigen Jahren, spätestens in einem Jahrzehnt, ist der Punkt überschritten, ab dem man noch präventiv handeln kann. Der Peak Point sozusagen, ab dem man das dann nicht mehr unter Kontrolle behält, die Klimaerwärmung. Von dem Punkt sind wir noch einige Jahre entfernt. Das ist noch möglich, aber es ist, das ist richtig, ein Lauf gegen die Zeit. Die Emissionen steigen, die Handlungsfähigkeit der internationalen Politik stagniert eher. Aus ganz unterschiedlichen Gründen sind Länder wie die USA, China und Indien jedenfalls gegen wirklich konkrete Vereinbarungen. Gibt es eigentlich eine Chance, wenigstens teilweise den Widerstand in diesen Ländern zu überwinden? Was die Frage der internationalen Vereinbarung anbelangt, kurzfristig nicht. Nein, ich sehe das so nicht. Aber was wir erstreben in dieser Konferenz nun in Durban ist, dass sich beide Länder, die ja fast 50% der Emissionen weltweit ausmachen, dass sie sich darauf einlassen, einen sogenannten Roadmap-Prozess, einen Fahrplan, einen Zeitplan zu akzeptieren, innerhalb dessen es zu verbindlichen Regelungen auf einem problemangemessenen Niveau kommen soll. Die Chinesen können das, wenn sie wollen, von oben bestimmen, dass das Land sich ändert. Die amerikanische Politik scheint aber innenpolitisch völlig paralysiert. Glauben Sie, dass man in Washington was bewegen kann? Also das ist der Punkt. Es ist, glaube ich, nicht so sehr die amerikanische Administration, die eine andere Problemsicht hat als die deutsche Bundesregierung oder als die Europäische Kommission, sondern die amerikanische Administration hat kein innenpolitisches Mandat. Oder noch anders ausgedrückt, mit dem Thema kann man keine Wahlkämpfe gewinnen, aber vielleicht verlieren. Bei den Republikanern ist es ein Unthema, aber auch weithin in den Reihen der Demokraten. Und das macht sozusagen den Kern aus meiner Sicht der fehlenden Handlungsfähigkeit amerikanischer Politik auf diesem Gebiet aus. Deutschland sieht sich wahrscheinlich zu Recht doch durchaus als ein Vorreiter grüner Technologie, aber auch eines allgemeinen ökologischen Selbstverständnisses. Wird eigentlich auf Deutschland in so einer Konferenz besonders gehört? Es wird besonders auf uns geschaut. Und ich glaube auch, dass wir eine hohe Reputation haben und dass ja auf das Wort Gewicht hat. Das deutsche Wort hat Gewicht, weil wir glaubwürdig sind. National
noch stärker handeln, als wir internationale Anforderungen stellen, weil wir wirtschaftliches Potenzial haben, technologisches Know-how und weil die Politik, die Sie beschrieben haben, technologische Innovation, ökologisches Bewusstsein in Deutschland in der Mitte verankert ist, gesellschaftlich verankert ist und keine Frage eigentlich des Regierungswechsels ist, sondern es zur deutschen Politik zählt, die Regierungswechsel übersteht. Und das macht eine politische Stärke, nämlich Kontinuität aus. Nun steigt Deutschland aus der Atomenergie aus, als erstes wirklich großes und der führenden Industrienation. Wird das eigentlich die Klimabilanz belasten oder ist das eine Chance auch für die Klimabilanz? Es ist eindeutig eine Chance, weil mit dem Ausstieg ja verbunden ist der Einstieg in Energieeffizienz und erneuerbare Energien, die 2050 80% der Stromversorgung ausmachen sollen. Wir haben ja sowieso ein europäisches Budget der CO2-Emissionen für den Energiesektor ab 2013. Das heißt, dieses Budget ist festgelegt, aber es hat eben die Funktion der Atomausstieg und die Wirkung, dass der Druck nun auch zu investieren in die erneuerbaren Energien, die Klarheit für Investoren, die nun da ist, gesteigert wird und die Politik Druck macht, erneuerbare Energien zu fördern, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, sodass wir im Lauf der Zeit mehr und mehr sich herausstellen wird und messbar ist, das ist auch klimaschonende, CO2-reduzierende Politik, die diese Energiewende ausmacht. In Kopenhagen bei einem mit besonders viel Hoffnungen, aber dann doch gescheiterten Weltklimagipfel ist unter anderem ein 100 Milliarden Jahresfonds aufgelegt worden für die dritte Welt ab 2020. Ist das eigentlich eine realistische Option in einer Zeit, in der eine Finanzkrise rund um die Welt den Globus erschüttert? Ich glaube ja, weil die Finanzkrise ein Alarmsignal des gleichen Problems ist. Mangelnder Nachhaltigkeit, Kurzfristigkeit, Kurzsichtigkeit, Gewinnexzess. Es ist ein Leben, eine Wirtschaftsweise, eine Politik, die so tut, als gäbe es kein Morgen. Fehlende Nachhaltigkeit. Und das gilt für die Finanzmärkte, es gilt aber auch für die ökologischen Bedingungen von Wachstum. Wir werden Wirtschaftswachstum nicht dauerhaft haben, wenn wir nicht die natürlichen Lebensgrundlagen schützen und klimaschonende Prozesse, industrielle Prozesse und Wirtschaftsweise entwickeln. Und darum geht beides zusammen. Es ist kein Widerspruch, sondern es ist ein Alarmsignal, das wir an den Finanzmärkten und in der Staatsverschuldung sehen, dass das Leben auf Pump in allen Bereichen zum Kollaps führt. Und das ist vielleicht die Kulturwende hinter der Wirtschaftswende, der Energiewende. Das Leben auf Pump, das Leben auf Kosten der nächsten Generationen und von deren Lebensgrundlagen, auch den natürlichen Lebensgrundlagen, zu beenden. Heißt das, dass egal was Durban an Ergebnissen auch bringen mag, im Einzelnen Sie eigentlich für eine ganz andere nachhaltige Industriepolitik eintreten? Ja, darum geht es, in einem ganz umfassenden Sinne. Das geht darum, eine Lebensweise, eine Wirtschaftsweise, eine Ökonomie zu entwickeln, die sich zu Fortschritt bekennt, zu Wachstum bekennt, aber gleichzeitig dabei nicht die Lebensgrundlagen, das Kapital der nächsten Generationen aufzehrt oder zerstört. Herr Röttgen, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.